ist schon seit der Jungsteinzeit 3000 vor Christus nachgewiesen. Man fand speziell geformte Gefäße, die man Tulpenbecher der Michelsberger Kultur nennt. Im Mittelalter war es eine freie Reichsstadt, bevor sie 1689 von den Truppen des französischen Königs Ludwig XIV. Völlig zerstört wurde. Verbleibende Fachwerkhäuser aus der Zeit des Wiederaufbaus um 1700 sind noch heute zu sehen. Ein besonders schönes ist das Gasthaus zum Ochsen mit dem Pranger und den in Stein gehauenen Figuren und Ornamenten am Eingangstor. So hoch ist der Kraich damals. Und so groß ist der. Das Schloss Gondelsheim. Die Grafen Douglas aus Schottland erbten Mitte des 19. Jahrhunderts das Schloss in Gondelsheim. Sie bauten die Anlage 1857 im neugotisch-schottischen Burgenstil aus und erweiterten sie Anfang des 20. Jahrhunderts mit Jugendstilelementen. Im Mittelpunkt des englischen Landschaftsparks, unmittelbar vor dem Schlossgebäude, steht ein Brunnen, den es weltweit nur viermal gibt. Es ist der Gondelsheimer Nymphenbrunnen mit den drei tanzenden Mädchen, der von Bildhauer Walter Schott 1903 geschaffen wurde. Die anderen Exemplare stehen in der Burg Schlitz, in New York und in Potsdam. Die drei Mädchen stellen das Temperament, die Schönheit und die Vernunft dar.